Schnell, liebe Zocker und YouTuber, wir müssen uns beeilen. Schnell, schnell hier in die Taurus rein. Komm, zack, nicht etwa für einen Hauling-Auftrag, davon habt ihr, glaube ich, in der letzten Zeit genug gesehen, sondern wir machen jetzt ein Blockade-Runner-Event, wenn denn der Aufzug mal nach oben fährt. Ab, ab! And away! Jetzt, aha, man muss richtig treffen. Das neue Blockade-Runner-Event ist aktiv auf dem PU. Und da werden wir uns natürlich sofort hinbegeben und mal gucken, ob wir nicht etwas Ladung retten können und die vor allem wieder heil zurückbringen können. Erstmal alleine und am Wochenende, zumindest habe ich das vor, mit der Stolpertruppe. Zack und zack. Erstmal starten hier. Wer das nicht kennt, das neue Blockade Runner Event baut auf diesen ganzen Frachtaufzügen und der Frachtbewegungsgeschichte auf. Man muss quasi eine Raumstation, die angegriffen wurde, muss er ihre Ladung zurückbringen. Die hat sie an irgendwelche Ninetales-Piraten verloren, die mit der Ladung fliehen. Und man muss diese Frachtschiffe, mit der sie fliehen, muss die abschießen, muss sich die Ladung einverleiben und die dann auf der Station in die Fracht-Elevators bringen. Das machen wir jetzt, hoffe ich. Auch dafür ist die Taurus eigentlich super geeignet, weil die Taurus natürlich nicht nur ein formidables Frachtschiff ist, sondern auch ein formidables Kampfschiff. Würde man gar nicht annehmen, aber die hat natürlich vier S5-Wumsen. Als Aufhängung, glaube ich, ne? Waren das 5? S5 war, glaube ich, ja. Und damit kann man ordentlich austeilen. Und deswegen ist die natürlich für diesen Auftrag prädestiniert. Wir müssen allerdings einmal quer übers Sonnensystem schippern. Das ist aber gar nicht so schlimm. Hurston war das, ne? Hurston? Ist das Hurston? Root? Yes, Hurston ist under attack. Sitzt rüber da. Und während wir unterwegs sind, ich bin blind, ich sehe nicht. Kann ich euch zeigen, was noch so alles aktiv ist. Das ist natürlich alles auf der Homepage auch freigeschaltet. Und ab dafür. So, wir sind unterwegs mit unserer treuen Conny Taurus. Und guck mal, was wir da so reißen können. Die er schon im Hauling super performt hat, muss man sagen. Und die wahrscheinlich auch hier in diesen Geschichten super performt. Nebenbei erwähnt, ich war fleißig ohne Ende. Ich habe ja 2 Tage nicht Star Citizen hochgeladen. Ich war fleißig ohne Ende. Ich darf euch das mal zeigen. Und zwar bin ich jetzt beim... Ich hab gehauled ohne Ende. Ich bin jetzt bei Kovalex. Ein Member. Und beim Member gibt es tatsächlich neue Aufträge. Ich darf das mal zeigen, wer war hier... Ah, schade, jetzt sieht man gerade nicht alle. Sieht man hier gerade hier Member-Aufträge. Die sind im Schnitt wesentlich mehr wert. Ich habe schon Member-Aufträge für... Die sind nicht größer, so viel kann ich euch gleich sagen. Die sind nicht größer, aber sie sind mehr wert. Ich habe Member-Aufträge bis zu 50.000 Credits gesehen. Und das waren relativ kleine Aufträge, so was weiß ich, 6, 7, 8 SCU oder sowas. Ich gucke gerade, ob ich einen sehe. Ne? Hier, glaube ich, das ist der höchste, 36.000. Aber vertraut mir, ich habe bis zu 50.000 gesehen. Also ich würde mal sagen, im Schnitt 1,5-mal so viel wert wie Junior-Aufträge oder vielleicht auch 2-mal so viel wert. Das hängt ein bisschen davon ab. Ist allerdings dieselbe Ladung hier. Aluminium und Tungsten oder Pressurized Ice, Pressurized Food. Also es ändert sich hauptsächlich die Geldmenge. Leider nicht die Menge. Ich hatte ja gehofft, mal so einen 500er Auftrag zu finden oder so. Aber ich glaube, das passiert dann erst, wenn man im Ruf vielleicht, keine Ahnung, nein, ich will nicht traden, wenn man im Ruf hier entsprechend höher ist. Auch das werde ich euch noch zeigen. Aber vielleicht grinde ich auch noch ein bisschen rauf, bis ich experienced bin und dann vielleicht den nächstgrößeren Auftrag zu zeigen. Also das ist eine Sache, was ich gemacht habe. Die zweite ist, Achtung, ich schalte mal um. Nicht erschrecken. Tabwechsel. Schwupp. Ach, warte mal, ich muss mal kurz, ich sagte Tabwechsel, so, ne, das ist mein Kanal, den kennt ihr schon, und zwar zeitgleich mit dem Blockade Runner Event, welches bis zum 30. September läuft, wurde die Pirate Week eingeläutet. Böse Zungen könnten behaupten, das war Absicht, CIG will, dass die Piraten Jagd auf die Blockade Runner machen, aber das ist ein anderes Thema. Mit der Pirate Week, die läuft eine Woche, ich glaube jetzt nur noch 4 Tage oder so, gibt es neue Liveries zu kaufen, also neue Paintjobs für die Vulture, für die Gladio, für die M50, für die Mantis und für die Scorpius, hier jeweils mit Totenköpfchen drauf. Es gibt ein Community-Event, da muss man quasi hier so ein Plunder-Bild, also ein Beutebild machen, was man alles so erbeutet hat als Pirat. Und wenn man da so ein schickes Bild abliefert, dann kann man auch was gewinnen, glaube ich, ne? Prizes on the line, ja.
Was gibt's noch? Man kann sich das Recht verdienen, eine Caterpillar in einem einzigartigen Skin, also einem Piratenskin zu kaufen oder eine Gladius, indem man den Pirate Swarm vom Arena Commander macht. Ja. Und man kann natürlich das Blockade Runner Event machen als Pirat. wie gesagt, böse Zungen. Und man kann natürlich, und das ist was Neues hier, ein X markiert den Schatz. Was auch für ein Schatz, das steht da nicht. Hier steht eine Message, die man sich angucken soll. Dann haben wir hier, ich möchte euch nicht spoilern, guckt euch das selber an, hier ist eine Message. Hier haben wir ein Can you crack the code? Keine Ahnung, da muss man, da kommt irgendwas, wahrscheinlich hat das was mit dieser Message zu tun. Es geht um einen Schatz, den man zu finden hat. Und in den nächsten Tagen gibt es mehr Informationen. Steht zumindest hier. Wer werden erwarten, was das ist? Wahrscheinlich hat es was hiermit zu tun. Vielleicht gucke ich mir das mal an. Also eine ne Menge Sachen und natürlich hier auch Piratenschiffe zu kaufen. Ne? Hier verschiedene Piratenschiffe zu kaufen in den Skins und ohne die Skins und mit den Skins. Die Skins halt hauptsächlich mit Totenkopf. Kann man machen. Ich finde die jetzt nicht so hübsch, dass man sie kaufen müsste. Aber naja, gibt es halt. Ne? Und dann noch ein paar Möbel, auch im Piratenstyle kann man auch dazu kaufen. Die beiden waren übrigens Subscriber Flair. Kann man auch dazu kaufen, wenn man denn möchte. Also das Event, wie gesagt, so ein bisschen parallel zum, zum, wie kommen wir denn hier zurück da? Das Event so ein bisschen parallel zum Blockade Runner Event. Das Blockade Runner Event läuft hier. Ne, das ist die Pirate Week, da ist das Blockade Runner Event. Und das haben wir ja schon mal gezeigt auf dem PTU. Sehr imposant. Wie gesagt, es startet, geht vom, irgendwo müsste es stehen, vom 17. bis zum 30. Irgendwo müsste es stehen, ich sehe es jetzt gerade nicht. Da unten, 17. bis zum 30. September geht das Blockade Runner Event und da kann man teilnehmen. Wie gesagt, man muss Fracht aufbringen, muss die zurück zur Station bringen und kommt daran unter Feuer. Und da gibt es dann natürlich auch wieder Schiffe zu kaufen, hauptsächlich natürlich Frachtschiffe, die sich aber auch wehren können, weil das sind. Ist ja dann logischerweise die Prämisse bei dem Spielchen. Ja. Also zwei neue Events mit einem dicken Chipzähl und ich würde mal sagen, jetzt ab wieder in das Spiel. Wir gucken und das hörst du, das an der Attack-Test hast du bestanden. Wir gucken uns das erst alleine an und dann gucken wir es uns mit der Stolpertruppe an, so hoffe ich denn. Warte mal, wir müssten ja vielleicht auch noch den Auftrag mal annehmen, ne? Wäre vielleicht auch mal sinnvoll. Priority. Everett Harbor. Accept Offer. Zack, so. Da steht es nochmal, ne? Wir sollen Zeta Prolanit von feindlichen Schiffen einsammeln und die wieder zurück zum Frachtelevator auf Eris Ava bringen. Und das werden wir jetzt machen. Oder auch nicht. Das kann ja recht unangenehm werden. Und wir haben vor allem gesehen, das kann, wenn man sich mit großen Zielen anlegt, kann das recht sehr unangenehm werden, weil die werden teilweise von Flotten von 6, 7, 8 Piratenschiffen verteidigt, unter anderem Hammerheads. Also da werde ich mich nicht mit anlegen. Da warte ich, bis die Stolpertruppe soweit ist, aber ich gucke mal, ob ich so ein oder zwei kleine erwischen kann. Das sind nämlich nur Cutlasses. Und mit denen müsste ich klarkommen. So hoffe ich denn. Attacke! Der Fleck kümmt. Da sehen wir es schon. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das hat es etwas überladen. Ja, wir können aber ein bisschen ranzoomen. Da steht überall small, 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 small. Das heißt, das ist quasi die erste Runde. Da sind die Ziele noch klein. Und oben rechts seht ihr, 1000 SCU Zeta Prolanit muss man abliefern. Das wird man mit den kleinen kaum schaffen, weil das sind immer nur 4 oder 8 oder vielleicht mal 16, das könnte recht lange dauern. Aber im Laufe des Events schalten die Ziele dann hoch auf. Ich weiß nicht, ob sie Medium auch erwischen, aber im PTU war es zumindest, dass sie dann auf Large-Ziele umschalten. Und da fliegt dann auch gerne mal eine C2 rum, die mit Zeta Prolanit beladen ist. Und das sind natürlich ein paar hundert. Aber wie gesagt, die wird auch bewacht von entsprechenden Kampfschiffen. Unter anderem ein oder zwei Hammerheads. Und das macht man nicht ganz so nebenbei. So. Jetzt kommen wir gleich an. Dann können wir eins dieser Ziele anspringen. Und kräftig aufs Maul bekommen. Nehme ich stark an. Ich habe natürlich wieder, weil das wieder so eine Spontanaufnahme ist, wieder nicht die geeigneten Waffen installiert. Man müsste natürlich, um alles an Zeta Prolanit zu retten, müsste man natürlich hier diese Ionenwaffen oder wie sie heißen, installieren, damit man die Schiffe, die feindlichen, nicht zerstört, sondern. Da ist ein Small Target. Sondern damit man sie quasi
lahmlegt und dann quasi plündert. So, jetzt sind wir noch im Cooldown, jetzt müssen wir kurz warten. Reach Target Location, ja, mache ich. Wir cooldownen. Und cooldownen. Also wie gesagt, die Conny Taurus, die ist dafür eigentlich prädestiniert, die müsste das eigentlich sehr gut können. Ich weiß gar nicht, welche anderen Schiffe man im Multicrew vielleicht benutzen sollte, könnte. Ich meine, Hammerhead wäre natürlich auch cool. Die hat natürlich auch ein bisschen Laderaum. Aber die sollte man, vielleicht eine Hammerhead und ein großes Frachtschiff, ne? Oder eine A2 müsste eigentlich auch super geeignet sein. Ich überlege, was noch. Eine A2, dick bewaffnet, ja, und gleichzeitig Laderaum. Bei der Carrack ist wieder das Problem, dass du da an den Lader, dass du da an die Frachtluke nicht rankommst. Aber muss man ja sagen, dass die Carrack ja, die hat ja auch hier einen Hangar für Fahrzeuge und da könntest du in der Tat diese Dinger auch unterbringen. Also diese Container. So, wir jetten los. Wir machen mal kurz das da aus, den Chat. Wie gesagt, die kleinen, also die Small Location, sind meistens ein oder zwei Cutlass und ein paar andere Schiffe, aber nichts Wildes. Nichts, was einer Conny merklich Schaden zufügt, es sei denn, man kracht frontal in so ein Ding rein. Das kann natürlich. So, wir gehen mal hier. Feuertest bestanden. Was hat denn da gepewt? Habt ihr das gehört? So, wir fliegen hier hin und hoffen, dass da irgendwas kommt. Also irgendein Ziel aufgeschaltet wird. Ja, geht schon los. Aber wo? Da, danke. Ja, es sind eine ganze Menge. 1, 2, 3, 4. Warum sind es so viele? Wir wissen es nicht. So, was haben wir da? Eine Cutlass Black. Da ist Schoss gerade etwas an uns vorbei. Keine Ahnung, was das war. Das ist die Cutlass Black. Die machen wir als erstes mal. Eigentlich wäre es cool, das andere Ding erstmal abzuknallen, oder? Ja. So, den holen wir uns als erstes hier. Er ist noch so weit weg. Nö. Plauzi. Nö. Ich hab doch getroffen, oder? Ja. Wie sehen unsere Schilder aus? Ich glaube noch gut. Ja, jetzt fliegt er mir natürlich hier irgendwas zusammen. Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Da ist er. Super. Ah, das ist natürlich jetzt hier wieder ein Akt. Halt doch mal still. Guck mal, der pfiff schon aus dem letzten Loch. Ich hab den schon angeknackt. Pam! So, das war Nummer 1. Ich hätte vielleicht Dings annehmen sollen hier. Wie heißt es? Call to Arms. Aber wir wollen ja die. Wir wollen die Cutlass haben. Die reinen Kampfschiffe bringen uns nichts. Ja, komm. Flieg. Sind doch Spieler dabei? Ich sehe nur rot. Wahrscheinlich keine Spieler. Was? Der Dentist? The Dentist. Ich weiß ja nicht, ob der Dentist... The Dentist. Kommt mal her, meine Hübschen. Der Zahnarzt, der kriegt von mir erstmal aus Prinzip gleich einer ins Pressbrett. Was ist das für ein Schiff? Irgendwas Fieses. Ah.
Was ist das? Ach, das ist die Cutlass. So, den nicht zerstören, das ist das Wichtige. Also wenn es geht, nicht zerstören, weil... dann geht natürlich die Fracht kaputt, wenn wir den zerstören oder Teile von der Fracht. Ah, es waren ein paar schöne Treffer dabei. Ist die Frage, ob wir die dann wiederfinden. Ja, ja. Ich liebe es ja, wenn... Ist er kaputt? Jetzt. So, den können wir tatsächlich zerstören. Dann ist er nämlich kein Ziel mehr. So. Was sagen unsere Schilde? Ach, den geht's gut. Alles blendend. Da ist noch hier Knut Rasmussen, oder wie er heißt. Den töten wir auch noch. Ich bin schon ein großer Kämpfer vor dem Herrn. Seht ihr das? Ha. Was ist das für ein Schiff? Blend. So. Ich glaube... Damit hätten wir tatsächlich die Cutlass ausgeknipst, ja. Und alle anderen Feinde zerstört. Das heißt, jetzt gehen wir uns das Zeta Pro Dingsbums holen. Das Coole ist, wir haben das Ding nur ausgeknipst, es ist nicht zerstört. Mhm. Wo, da. Jetzt müssen wir, aus Erfahrung können wir jetzt sagen, wir müssen natürlich trotzdem erstmal raus und das Ding... Ja, das Ding, schwierig zu sagen, wann der Turm das in Reichweite hat. Schwierig, schwierig. Okay, machen wir mal so. So. Würde ich mal sagen, war doch mal glanzlos, oder? Also alles schicki. Wenn wir das Ding jetzt noch heil da unterbekommen. So. Eine lahmgeschossene Cutlass. Kurz gucken, habe ich Waffen dabei? Nee, natürlich nicht. Warum auch? Erstmal müssen wir die Ladeluke aufmachen. Wo ging das bei der Cutlass? Wo ging die auf? Da irgendwo, hier irgendwo. Wo ging die auf? Ah, das ist eine Cutlass Steel sogar. Was ist da gerade in die Luft geflogen? Nee, ist das eine Steel? Nee, oder? Ach, guck mal, geht auch so. So, Tür ist offen. Kriegen wir die hier raus? Ja, geht doch alles. Alles blendend. Ladadi. Ihr habt es gesehen, ne? Eventuell werden wir jetzt hier gleich weggepustet. Ich weiß nicht, was da gerade vorbeischoss. What the hell? Ihr seht es, ja? Wie mache ich das auf hier? Ich muss hier weg. Geht es auf? Nein. Cargo Bay. Ja, ja, ich will ja aufmachen, aber ich weiß nicht wie. Da. Wo ist dieses komische Wildfangschiff, was hier gerade vorbeibretterte? Ihr habt es gesehen, ja? Rein da. So. Gucken, ob das Ding noch was dabei hat. Wo war denn das da? Das
war ein Spieler. So benimmt sich kein NPC, was ihr da gerade gesehen habt. Haben wir schon irgendwas abgeliefert? Nee, 0 von 1000. Da ist einiges drin, muss man sagen. Kann es sein, dass wir angegriffen? Ich glaube, wir werden angegriffen. Komm jetzt nach raus! Raus! Ich hasse dich. Ja, jetzt haben wir ihn. So, Beeilung. Das ist ein anderes Schiff, oder? Bitte, oh Gott, das ist eine. Mal, ob er was sagt. Oder ist das eins von denen, die ich zerstört habe? Das ist alles möglich. Merkt man, dass ich nervös bin? Nein. Oh shit. Hi. An den nehmen. Ich bin der Fleck. Und du so? Also jetzt, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt, wenn er mich umbringen will, ist jetzt sowieso aus. Also, kann ich auch weitermachen. Kann ich auch weitermachen. So mache ich sowieso in meinem Leben. So lebe ich mein Leben, ja. Also wenn der mir was tun will, wollte, dann ist sowieso. Kann natürlich jetzt sein, dass er mir mein Schiff klaut. Hi. Ich mach das mal, ja. Ich mach mal weiter. Dich stört das ja nicht, ne? Wenn ich jetzt hier ein bisschen rüberfliege und das Zeug einlade. Gott. Da wird man leicht paranoid, wenn man das so sieht. Ich meine, er ist ja definitiv nicht auf Ladung ausgerichtet, weil er hat ja nur ein Kampfschiff da, der Dinger, der keinen Laderaum. So. So. Und er ist grün, was auch immer grün heißt. Also schon einiges an Zeugs. Wenn ich Pech habe, bringt er mich um. Aber ich bin da immer wie soll man sagen, so positiv. Vielleicht bringt er mich auch um, indem er mich einfach über den Haufen fliegt. Also unabsichtlich. So. Oder er gibt mir Deckung. Kann natürlich auch sein. My special needs were not fulfilled. Alter Schwede, das ist das Deutscheste, was ich je gelesen habe. Sehr schön. So, das müsste das vorletzte Kistchen sein, ja. So, ist der Typ noch da? Ja. Vielleicht wartet er auch, bis ich eingeladen habe und bringt mich dann um. Dann muss er sich die Arbeit nicht machen. Sein. Oder aber er ist tatsächlich ein netter Kerl. Auch das kann sein. Unwahrscheinlich in der heutigen Zeit. Hier geblieben. So. Und letzte. Bist mittendrin in 30k. Also ich sehe hier kein 30k. Also noch nicht, noch floppt alles dahin, wo es sein soll. Alles ist responsive. So. Das war der letzte, oder? Lass gucken. Ja, ist schon mehr drin. Okay. So, wo ist mein Freund? Mein Freund ist, glaube ich, weg. Bin mir nicht sicher. So, mit dem Zeug landen wir jetzt. Auf Everest Harbor. Ich weiß nicht, ob ich mein Glück herausfordern möchte.
So, sitzt der? Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, ob er mein Glück herausfordern möchte. Wir sind an Bord. Ich weiß nicht, ob noch jemand an Bord ist. Das werden wir gleich sehen. Quetsch. So, kann ich hochfahren? Da. Fahren wir hoch? Ja, wir fahren hoch. Feini. Feini. Kommen wir hier durch? Ja. So, also das ist schon mal alles sehr funktionell, wie wir das hier gemacht haben. Sesam, öffne dich. Hier ist keiner hochgekommen. Wir gucken mal kurz, ob der hier draußen noch irgendwo rumlungert. Nee, das war... Wir könnten jetzt natürlich noch eine Ladung holen. Das wäre dann... Sollen wir das machen? Irgendwas ist da noch rot. Was ist da rot? Achso, das ist die Cutlass. Okay. Beweise zerstören. So. Komm, machen wir noch eine, oder? Ja. Ja, ja. Einmal ist Timer. Du scheißt doch die Wand an. Ja, das ist absolut. Korrekt. So, liebe Freunde, und ob wir die Ladung rechtzeitig abliefern oder ob wir sie abliefern oder nicht zerstört werden, das wieder beim nächsten Mal. Bis dann, denn euer Mr. Fleck.